Herzlich willkommen in der neuen Woche und bei einer neuen Folge von Weltbild liest. Mein Name ist Carla Paul und wir reisen heute gemeinsam nach Bayern und in die Vergangenheit und das gleich mehrere Jahrhunderte. Sie können natürlich wieder live dabei sein. Das heißt, entweder gucken Sie das jetzt auf dem Facebook-Kanal von Weltbild oder vielleicht auf dem Facebook-Kanal von unserem heutigen Stargast. Leute da schon mal was an. Vielleicht gucken Sie es aber auch nachträglich, das können Sie selbstverständlich ebenso, auf Facebook, auf Instagram oder auf YouTube. Wir freuen uns so oder so über Ihre Teilnahme. Das heißt, wenn Sie es bewerten, hier irgendwo müsste so ein Like-Button sein. Sie können es aber auch an Ihre Freunde weitersagen. Und vor allen Dingen können Sie unserem heutigen Stargast Fragen stellen. Wir freuen uns sehr darüber. Stellen Sie sie einfach in die Kommentare als Post und ich werde sie dann nachher mit ins Gespräch nehmen. Fahren wir aber erstmal digital nach Fürstenfeldbruck. Und zwar treffe ich dort die Buchhändlerin Claudia Recher, die in ihrer glücklicherweise jetzt wieder geöffneten Buchhandlung steht. Hallo Frau Recher. Hallo Frau Paul. Mein Name ist Petra Recher und ich bin seit Mai 2011 Filialleitung hier in Fürstenfeldbruck. Petra Recher, da ging es glatt mit mir durch. Entschuldigen Sie bitte. Wir haben es ja schon gehört, Sie dürfen jetzt endlich wieder öffnen. Uns fällt so allen natürlich damit auch so ein kleiner Stein vom Herzen. Ich gehe davon aus, dass die Leserinnen und Leser jetzt auch schon langsam wieder bei Ihnen eintrudeln. Sie können die Türen öffnen, alle können wieder ein bisschen schmökern und ihre Taschen füllen. Wie ist denn der Tag für Sie so bisher? Wie ist das Gefühl? Worauf freuen Sie sich gerade? Ich freue mich auf unsere Kundinnen und Kunden, besonders auf unsere Stammkunden, die uns schon jahrelang die Treue halten. Dann natürlich auf meine Kolleginnen, die ich schon seit Wochen nicht mehr gesehen habe. Außerdem steht einiges an neuer Ware da, die verräumt werden darf und unseren Kunden präsentiert werden soll. Nun haben natürlich alle Zuschauerinnen und Zuschauer rund um Fürstenfeldbruck Glück. Die können jetzt zu Ihnen direkt kommen, wenn Sie wieder Lesefutter brauchen. Aber haben Sie denn, Frau Recher, vielleicht auch für unsere Digitalinos aus ganz Deutschland noch den ein oder anderen Buchtipp für die jetzige Zeit? Ein bisschen was fürs Herz, ein bisschen was für die Hand? Als erstes möchte ich Ihnen das neue Buch von Oliver Pötzsch empfehlen, Band 8, Die Henkerstochter und die Fluch der Pest. Wir haben es leider noch nicht in der Filiale, aber wenn es da ist, werde ich es sofort lesen. Dann den David Xavier, aufgetaut. Es wurde schon mal vorgestellt von einem Kollegen, aber es ist wirklich ein tolles Buch, das auch ein bisschen zum Nachdenken anregt. Dann den Uli Stein, das große Buch vom schwarzen Humor, einfach lustig, ein Dauerbrenner. Und als letztes, Wohllebens. Anleitung für Selbstversorger. Momentan hat man viel Zeit und im Garten ist einiges zu tun. Vielen Dank, Frau Recher. Das sind wieder tolle Tipps dabei und auch vielen Dank, dass Sie natürlich gleich ganz, ganz dezent auf unseren heutigen Stargast hingewiesen haben. Er begeistert uns schon seit vielen, vielen Jahren mit vielen Büchern. Ich habe es gar nicht geschafft. Sie sehen schon, ich muss Bizepsübungen machen mit vielen Büchern und alle für längst Vergangenes. Und das weltweit, denn seine Bücher wurden tatsächlich bisher in mindestens 20 Sprachen übersetzt. Wir nutzen aber natürlich die deutsche Sprache und können glücklicherweise dank des Digitalen auch in Corona-Zeiten mit ihm über den neuesten Band seiner erfolgreichen Reihe sprechen. Herzlich willkommen, Oliver Pötzsch. Hallo Frau Paul, ich grüße Sie. Herr Pötzsch, wie geht's Ihnen denn gerade? Ja, also in Zeiten von Corona hier schlagen so zwei Geisterseelen in meiner Brust. Zum einen bin ich, glaube ich, auch ein bisschen so wie mein Vorfahr, der Scharfrichter Jakob Kuisel. Das ist so ein ziemlich grimmiger, knurriger Typ. Der kann auch mal einfach eine Woche gar nichts sagen und verzieht sich dann irgendwie, wie ich, in meinen Schäferwagen zum Schreiben. Also der hat jetzt mit Homeoffice und Corona eigentlich nicht so ein Problem. Aber dann gibt es die andere Seele in meiner Brust. Das ist der Simon, das ist der Schwiegersohn von diesem Jakob Kuisel. Wir kennen vielleicht die Henkerstochter-Fans. Das ist doch ein sehr neugieriger, sehr mitteilsamer Typ. Und dieser Simon, der würde jetzt
wahnsinnig gerne irgendwie in ein Café vielleicht gehen, auch im Vormittag sich mit Leuten unterhalten und abends, wenn es das damals schon gegeben hätte, in eine Jazzkneipe und da schön Musik hören. Wir müssen uns um Sie ja eigentlich keine Sorgen machen, glücklicherweise. Sie bleiben uns ja schreibend erhalten. Ich habe gehört, nachdem ja der Großteil Ihrer Familie früher Strafrichter waren, dazu kommen wir gleich noch, ist jetzt ein ganzer Großteil tatsächlich Mediziner. Also bestens betreut auch in diesen Zeiten. Ja, man muss dann aufpassen, dass man nicht so sehr zum Hypochonder wird, weil wenn man natürlich die ganze Zeit von Ärzten umzingelt ist, dann kann man natürlich auch, also ich könnte meinen Vater fragen, der ist Arzt, ich kann meine Brüder fragen, ich könnte meinen Schwiegervater fragen, Cousinen, und die ist bei Ärzten auch so, die haben alle dann vielleicht doch eine unterschiedliche Meinung. Da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen halte ich mich da dann, ich muss zugeben, ans Alter. Ich halte mich dann eher noch an meinem Vater oder sowas, den ich dann da frage. Aber ich kriege natürlich jetzt gerade über Corona, meiner Bruder hat eine Praxis, der andere ist Leiter von einer Notaufnahme, kriege ich gerade sehr viel rein. Und da werde ich ganz hellhörig, weil ich das vielleicht auf indirekte Weise wieder dann für meine Romane verwenden kann. Wer meine Romane kennt, weiß ja, dass es auch immer wieder um Medizin geht. Das ist vielleicht ein Fluch auch in meiner Familie. Nun bin ich kein Arzt und ich baue es auf diese Weise dann eben ein. Wie kommt es denn, dass Sie so sozusagen als Apfel so weit vom Stamm gefallen sind und ausgerechnet Sie sind jetzt Schriftsteller geworden? Ja, tragisch. Ja, das ist wirklich tragisch. Also es liegt, glaube ich, daran, dass ich tatsächlich kein Blut sehen kann. Ich kann nur drüber schreiben. Also ich muss dann beim Blutabnehmen dann eher weggucken. Also das wäre deswegen nicht so was für mich gewesen. Ich muss auch sagen, ich fand dieses Medizinstudium dauert ja wahnsinnig lang. Und ich wollte halt gleich irgendwie was machen. Ich wollte auch tatsächlich schon als Kind, im Grunde ab der Grundschule, wollte ich schon Schriftsteller werden. Ich wusste natürlich nicht, wie das so heißt. Ich habe das halt dann Geschichtenschreiber oder Geschichtenerzähler genannt. Ich kann mich erinnern, dass in der Grundschule auch schon öfter mal so Geschichten von mir von vorne vorgelesen wurden. Und dann haben die anderen Kinder gelacht oder fanden es irgendwie cool oder gut. Und das hat mich stolz gemacht. Und ich habe mir gedacht, hey, das wäre doch ein Beruf. Ich habe dann kurz noch damit gespielt, Fußballreporter zu werden. Das hätte ich auch cool gefunden, aber so ist die Schriftstellerei geworden. Sie haben ja angefangen eigentlich als Journalist beim Bayerischen Rundfunk und haben dann, so besagen es zumindest meine Recherchen, eben in Ihrer eigenen Familie mal nachgegraben, nach diesen berühmten Scharfrichtern. 14 Stück, glaube ich, insgesamt. Einem haben Sie dann tatsächlich ihr erstes Buch gewidmet, natürlich ohne zu wissen, was für ein jahrzehntelanger Erfolg daraus wird. Ja. Das war aber tatsächlich was Sie so gepackt haben, dass Sie gesagt haben, da mache ich jetzt einen Roman draus. Können Sie sich an das Gefühl noch erinnern? Ja, ich kann mich sehr gut an den Moment erinnern. Also, dass ich aus einer Scharfrichterfamilie stamme, das ist eben der erste aus der Henkerstochter-Reihe, also dieses Buch, damit fing alles an, dass ich aus so einer Scharfrichterfamilie stamme, das wusste ich schon seit meiner Kindheit. Also, das war auch immer so ein Gespräch bei uns gelegentlich, wenn wir zum Wandern gegangen sind. Ich komme aus Bayern, gehe mal auf Wandern in die Berge, Kinder finden es langweilig, Eltern müssen Geschichten erzählen. Also haben mir meine Eltern oder dann meine Großmutter dann auch das eine oder andere erzählt. Das fand ich immer ganz spannend, aber das hat mich dann so ein bisschen vielleicht auch verdrängt, so während der Studentenzeit dann, habe dann eben angefangen beim Radio und beim Fernsehen zu arbeiten. Und es gab dann einen Moment, habe meine Eltern mal wieder besucht am Ammersee draußen und da war gerade der Cousin meiner Großmutter da. Und das ist der Ahnenforscher in unserer Familie gewesen, ist leider schon gestorben vor einigen Jahren. Und der hatte diese ganzen Unterlagen dabei, die man dann so braucht. Also diese Stammbäume, das breitete sich über den ganzen Tisch bei meinen Eltern aus. Alte Bilder, Zeitungsartikel aus den Anfang des 20. Jahrhunderts darüber. Und das war der Moment, ich sah das am Tisch und ich wusste, das ist der Roman, den du immer schreiben wolltest. Das musst du machen. Und ich hatte dann den Vorteil, dass dadurch, dass ich beim BR gearbeitet habe, habe ich praktisch eine bezahlte Recherche bekommen. Ich habe dann ein längeres Hörfunk-Feature, was, glaube ich, auf Podcast auch irgendwo noch erhältlich ist, erstmal über meine Ahnen, die Henker, gemacht. Das war dann die Recherche eben. Und aufgrund dessen habe ich dann angefangen, diesen Roman zu schreiben. Aber ich hätte nie gedacht, dass das wirklich international so einschlägt. Ich wollte es ehrlich machen, weil die meisten Journalisten wollen irgendwann mal einen Roman schreiben. Das ist offenbar so. Und ich wollte das damit für mich abschließen und dann Christbaum und dann
Und dann hat sich's. Und dass daraus jetzt eine Serie geworden ist und ich meinen Beruf gewechselt habe. Ich bin nicht mehr beim BR, ich bin jetzt hauptberuflich Schriftsteller. Das hätte ich mir niemals träumen lassen. Das Spannende ist ja tatsächlich, ich habe schon gesagt, also bisher ist die Henkerstochter in über 20 Sprachen übersetzt. Am erfolgreichsten sind sie aber nicht etwa hier in Deutschland, sondern in Amerika. Ja. Da sind sie tatsächlich ein Superstar. Das ist ganz, ganz große Werbung. Sie werden mit der Limousine zu den Lesungen abgeholt und, und. Und das stelle ich mir so als ideale Situation vor. Man ist irgendwo auf einem anderen Kontinent so wahnsinnig erfolgreich, dass man hier die Miete zahlen kann, kann aber hier im Supermarkt in Ruhe Klopapier kaufen. Ja, also es ist tatsächlich so, die Amerikaner, ich war jetzt zweimal auf einer größeren Lesereise in den USA drüben, und die Amerikaner haben mich gelegentlich gefragt, wie ist denn das so, wenn man so ein Star ist in Deutschland, kann man dann sozusagen noch Klopapier kaufen? Und ich habe dann halt immer gesagt, ja, also wir Schriftsteller, wir sind so ein ganz schüchternes Volk, also wir laufen eigentlich mit unseren Büchern immer so rum, dass uns also keiner auf der Straße erkennt, und habe das denen jetzt nicht so erklärt, dass das in Deutschland nicht ganz so ist, und habe es wirklich genossen. Ich habe also, wie gesagt, tatsächlich dann so einen Fahrservice bekommen. Es gab mal einen Moment in New York, da waren die Interviews vor Ort alle schon abgedreht. Ich hatte aber noch diesen Fahrservice, und dann habe ich irgendwie so spontan gesagt, ach, ich war noch niemals in New York, so wie Udo Jürgens. Ich habe da so viel noch nicht gesehen irgendwie, Freiheitsstatue und so weiter. Und dann haben die gesagt, ja, dann nimm mal unseren Chauffeur, weil den haben wir jetzt sowieso für den ganzen Tag gemietet. Und das war dann wirklich sehr bizarr, weil ich bin dann praktisch so als kleiner Tourist mit dieser Limousine da rumgefahren und ausgestiegen, habe dann immer Fotos gemacht und dann wieder zum nächsten gefahren, weil diese Limousine schon da war. Und wenn ich dann eben nach Deutschland zurückkomme, dann bringe ich ganz normal den Müll raus, und meine Tochter kriegt eine Krise, wenn sie mich hier vormittags noch im Pyjama sieht. Können Sie sich das erklären, warum dort der große, große Erfolg, dieser Hype um Hangman's Daughter? Ja, also zunächst mal, als ich hier in Deutschland Freunden gesagt habe, ich möchte ein Buch über den Henker schreiben, da war zuerst mal Skepsis da von Freundesseite, weil die dachten, das ist ja so ein sehr negativer Charakter, wie soll der funktionieren? Ich glaube, er funktioniert, zeigt er den Erfolg recht gut, weil er natürlich nicht nur negativ ist. Es ist ja kein Bösewicht, der Jakob Krösel. Und man muss auch wissen, kommen wir vielleicht nachher noch dazu, die mussten das ja machen. Also haben die sich ja nicht ausgesucht, wie vielleicht heute. Das gibt ja noch Länder, wo es noch Scharfrichter gibt, wo das so wäre. Es sind auch zum Großteil keine Sadisten gewesen. Es hat halt zum System damals gehört. Da war schon eine Skepsis da, ob das funktioniert. Jetzt im Nachhinein glaube ich, dass die Figur des Scharfrichters ist eine archetypische Figur. Die funktioniert auf der ganzen Welt. Jeder kann sofort mit der Figur des Henkers was anfangen. Und es hat einfach noch keiner so gemacht. Und dann habe ich natürlich meine Familiengeschichte. Ich weiß, dass gerade die Amerikaner, die ja, was die amerikanische Geschichte angeht, nur über eine sehr kurze Geschichte verfügen. Die sind ja immer total baff, wenn die hier nach Europa kommen und dann steht so ein Ding rum und das ist irgendwie 2000 Jahre alt, das können die gar nicht fassen. Ja. Und die gehen oft in ihre Wurzeln in Europa zurück. Die haben sehr viele Hobby-Ahnenforscher in Amerika, und das habe ich schon gemerkt, dass das für die sehr interessant war, dass ich auf so eine lange Familiengeschichte einfach zurückblinken kann. Also das ist sicher ein Grund. Und dann bin ich, glaube ich, mittlerweile für die Amerikaner, das ist so mein unique selling point da drüben, ich erkläre den Amerikanern, ich weiß, es schauen übrigens ein paar Amerikaner auch zu, habe ich gehört, die jetzt versuchen, damit Deutsch zu lernen. Ich darf also nicht so schnell sprechen. Für die bin ich so ein bisschen vielleicht auch der Geschichtslehrer, der deutsche Geschichtslehrer. Die sind sehr interessiert an der deutschen Geschichte. Die haben ja eben auch viele haben deutsche Vorfahren. Und ich bin vielleicht auch derjenige, der ihnen diese deutsche Geschichte auf eine unterhaltsame Art und Weise nahebringt. Dann wollen wir doch mal ein bisschen einsteigen. Also 2008, glaube ich, ist zum ersten Mal die Henkerstochter erschienen, der erste Band. Wir versuchen ein bisschen den Bogen zu spannen zu dem Band, der jetzt erscheint. Können Sie mal kurz für alle, die die Serie jetzt noch gar nicht kennen, ein bisschen erklären? Also es geht um Jakob Krösel, um seine Familie. Das Ganze spannt ja nicht nur, es geht nicht nur um ihn sozusagen, sondern auch um alle Beteiligten um ihn herum. Wen treffen wir da, in welcher Situation, in welchem Jahr? Also Sie haben ja vorher selber gesagt, ich habe so 14 Scharfrichter, so genau kann man es nicht sagen, in meiner Familie, wobei also die letzten schon Anfang des 19. Jahrhunderts gestorben sind. Ich habe mich für einen speziellen Scharfrichter entschieden, ist der Jakob Krösel. Der Scharfrichter war so kurz nach dem 30-jährigen Krieg. Ich habe den genommen, weil das, wie ich finde, eine sehr, sehr spannende Zeit ist, viel
Gesetzlosigkeit, Konflikte, sowas ist für einen Roman natürlich auch immer spannend. Und deswegen habe ich also diesen Charakter genommen. Man trifft also, wenn man diese Bücher liest, trifft man auf diese Scharfrichterfamilie. Der hat also eine Tochter, das ist diese Magdalena Kuisel, die es tatsächlich auch gegeben hat. Also die ganze Familie hat es tatsächlich so gegeben. Die Magdalena hat wieder Kinder. Es gibt dann noch einen Georg, eine Barbara. Es ist eine größere Familie und wir begleiten diese Familie jetzt bis zum 8. Band. Da vergehen auch Jahre, sogar Jahrzehnte. Manche der Familienmitglieder sterben, wie das halt auch so ist. Andere kommen neu dazu. Und in jedem Band haben wir es mit einem Krimi natürlich zu tun. Es sind historische Krimis eingebettet in so eine Familiensaga. Und der Ausgangspunkt von dem ersten Band war im Grunde, dass ich mich gefragt habe, was macht eigentlich ein Scharfrichter in der damaligen Zeit, der jemanden foltern, das war ja auch die Aufgabe des Scharfrichters, foltern und hinrichten soll, von dessen Unschuld er eigentlich total überzeugt ist. Er begibt sich auf die Suche nach dem wahren Täter. Das ist die Motivation im ersten Band für meinen Scharfrichter. Der ist ja kein Detektiv oder Polizist, gab es ja sowieso noch nicht. Also ich brauche ja eine Motivation für ihn. Das ist die Motivation im ersten Band. Und also diese Figuren, denen wir da begegnen, die hat es alle tatsächlich gegeben. All das, was außenrum die Geschichte ist, stimmt so. Ich habe immer sehr lange Nachworte. Aber die eigentliche Krimi-Handlung, das muss ich gestehen, das schreibe ich aber natürlich auch hinten, ist zum größten Teil natürlich erstunken und erlogen. Klar, bin ja Schriftsteller, kein Sachbuchautor. Jetzt kommen wir zum neuesten Band, Die Henkerstochter und der Fluch der Pest. Leider und ungewollt passt das natürlich fantastisch in die gegenwärtige Zeit. Kämpfen oder es droht zumindest eine tödliche Krankheit. Genauso geht es auch der Familie, als auf einmal Besuch vor der Tür steht, und mehr müssen dann Sie verraten. Wir reisen ins Jahr 1679. Wenn ich richtig informiert bin, das E-Book ist schon da. Wer also ganz neugierig ist, kann sich digital schon mal bedienen. Legal natürlich. Und das Buch, naja, muss man dazu sagen. Das Buch folgt dann nächste Woche. Finde ich ganz hervorragend. Also wer die Saga noch nicht kennt, der hat natürlich dann auch bis dahin noch Zeit, um die ersten 7 Fälle zu lesen, wer so ein Monk ist wie ich, der das immer Stück für Stück braucht. Was passiert jetzt im neuesten Fall? Also ich muss an der Stelle übrigens sagen, es ist als E-Book ja rausgekommen und es gab Leute, die haben das echt, ich schreibe ja immer ziemlich dicke Bücher. Also ich glaube, das sind jetzt auch wieder irgendwie 700 Seiten, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich werde nicht nach Zeile bezahlt, das entwickelt sich so. Und es gibt aber Leute, die haben wirklich innerhalb von einer Nacht, hat mir einer geschrieben auf Facebook, den Band schon wieder durchgelesen und warten jetzt auf Folgebände. Also so schnell kann ich es leider nicht schreiben. Und wir haben, das muss man vielleicht sagen, das Buch war eigentlich gedacht, wir wollten das Ende August rausbringen. Und ich habe dann, als ich das Nachwort geschrieben habe, kommen wir sicher nachher noch dazu, so viele Parallelen festgestellt zur jetzigen Situation, wobei ich jetzt eine Pestepidemie mit Corona vergleichen würde, was jetzt die Sterblichkeit natürlich angeht. Aber es gibt trotzdem so viele Parallelen, dass es mein Vorschlag war. Ich habe der Verlegerin geschrieben und ich habe gesagt, ich finde das so interessant, lasst uns das doch vorziehen. Als ich dieses Nachwort geschrieben habe, weil mir ständig irgendwas Neues eingefallen ist. Ich werde auch nachher eine Lesestelle präsentieren, wo man das also sehr gut auch merkt. Und das ist der Grund, warum wir jetzt eben viel früher rauskommen als bis jetzt gedacht, weil die Leute, glaube ich, jetzt auch ein Bedürfnis haben, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen und zu sehen, dass wir uns nicht so wahnsinnig viel verändert haben. Also vieles von dem, was wir jetzt erleben, hat es in der Geschichte schon gegeben und vielleicht gelingt es uns ja aus der Geschichte auch ein bisschen zu lernen. Das ist immer so mein pädagogischer Anspruch mit den Büchern. Aber es ist eben nicht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich verfolgt das ja sehr eng am Markt, nicht eines von den Büchern, das jetzt hoppla hopp schnell auf den Markt. Nein, das ist das Bizarre dran. Das ist wirklich, also ich schreibe im Nachwort extra, dass man an mancher Stelle vielleicht denkt, ich hätte bewusst, ist wirklich unheimlich, ich hätte bewusst dieses Buch jetzt geschrieben für die Corona-Pandemie. Das ist aber nicht so. Ich habe mit den Recherchen von dem Buch, habe ich ja natürlich vor 2 Jahren angefangen. So ein Buch schreibt sich nicht in 2 Wochen, sondern das dauert ein Jahr. Also das ist wirklich, es ist ein bisschen fast schon unheimlich. Ich habe
Ich habe übrigens solche Situationen im Kleinen schon gelegentlich bei anderen Büchern von mir gehabt. Ich will mal zwei Beispiele erwähnen. Das eine Mal habe ich ein Buch geschrieben, die Ludwig-Verschwörung. Da geht es um Ludwig II., um diesen Märchenkönig und was mit ihm wirklich passiert ist und so. Und da habe ich einfach aus einer Lust und Laune, kommt da so ein Kästchen vor und da sind so Fotos drin von Ludwig und da ist auch eine Haarlocke von Ludwig drin. Ich fand das einfach schön, eine Haarlocke von Ludwig. Und dann hatte ich das geschrieben und dann reicht mir ein Leser eine Zeitungszeile rein, Haarlocke von Ludwig II. Gestohlen. Also es ist wirklich, an dieser Landesausstelle gab es so eine Haarlocke und die war dann weg. Also ich habe sie nicht. Ja. Und im anderen Band, in der Henkerstochter und das Spiel des Todes, das spielt in Oberammergau, da habe ich mir eine Höhle einfallen lassen. Erstmal so in meinem Kopf, da verstecken sich so Kinder und habe im Nachhinein bin ich diese Gegend nochmal abgegangen und habe exakt diese Höhle gefunden. Die sieht auch wirklich fast genauso aus, wie ich sie beschrieben habe. Das ist wirklich echt unheimlich. Also bitte jetzt nicht sagen, ich bin an Corona schuld. Also das ist, glaube ich, ein bisschen viel. Das machen wir natürlich nicht, aber wir freuen uns, dass Sie uns in dieser Zeit großartig unterhalten. Was müssen wir denn vorab wissen, wenn wir die ersten 7 Bücher nicht gelesen haben, um jetzt einsteigen zu können? Also man kann jedes dieser Bücher natürlich lesen, ohne die anderen gelesen zu haben. Es ist eine abgeschlossene Krimi-Handlung. In diesem Fall ist es so, dass ich einen gewissen Zeitsprung gemacht habe vom letzten Buch. Ich wollte einfach mal ein bisschen auch was anderes haben. Genau, das war also das Buch davor, Die Henkerstochter und der Rat der 12. Das spielt in München im Jahre 1672. Und da sind also die Kinder von dieser Henkerstochter tatsächlich noch kleine Kinder. Ich wollte die aber jetzt mal irgendwie aktiver einbauen. Wir sind jetzt im Jahr 1679. Die Familie hat sich ein wenig auseinanderentwickelt. Ein größerer Teil der Familie ist von Schongau nach München gezogen. Es gibt also diesen Schwiegersohn vom Jakob Kösel, der hat es da zu einem erfolgreichen Arzt gebracht. Simon heißt er. Es weiß auch keiner in München, dass die eigentlich so eine Henkersfamilie sind. Der Sohn, der eine, der Peter, ist so ein bisschen ein Hochbegabter. Der geht aufs Jesuitenkolleg, wird jetzt bald wahrscheinlich in Ingolstadt Medizin studieren, also so wie sein Vater auch. Und dann gibt es einen kleineren Teil der Familie, nämlich den Scharfrichter Jakob Kösel und seinen anderen Sohn, den Georg. Und die sind in Schongau geblieben. Und nun ist es aber so, dass der zweite Enkel, der Paul, soll also der Lehrling werden endlich und deswegen wird es ein großes Familienfest am Anfang geben. Ich wollte alle mal wieder so zusammenbringen, die auch meine Leser kennen, vielleicht von den anderen Bänden, ein großes Familienfest in Schongau, so ein bisschen wie bei Asterix vielleicht auch. Ja, also. Und da zu diesem Zeitpunkt ist es aber schon so, dass eine Pest in Wien ausgebrochen ist, 1679. Das ist natürlich alles richtig so. Das hat es so gegeben mit vielen tausend Toten. Und die schwappt so langsam ins bayerische Land rein. Bisschen zu vergleichen vielleicht so mit China, Corona. Ach, das trifft uns alle nicht. Italien und schwupp ist es hier. So. Und so geht es da auch. Und als sie diese Familienfeier in Schongau machen, taucht ein Pestkranker, den sie sehr gut kennen, die Familie, taucht in Schongau auf und flüstert dem Scharfrichter Jakob Kösel ein paar sehr seltsame Worte ins Ohr. Es ist eine Warnung, die den Ort Kaufbeuren betrifft, im Allgäu, nicht weit entfernt. Dort gehen die Kösels dann hin und dort ereignen sich einige sehr, sehr mysteriöse Pestfälle. Können wir denn eine kleine Preview machen? Würden Sie uns ein Stück vorlesen? Ja. Aus dem Roman und noch ein bisschen Lust drauf machen. Also ich habe mir überlegt, was ich jetzt so vorlesen könnte. Und vorweg muss ich sagen, ich habe ja auch das Buch noch nicht. Also ich lese jetzt aus diesem, man nennt es Fahnen. Da wird dann auch noch mal rumgekritzelt, da kann man noch mal verändern. Also das sind jetzt so die letzten, diese habe ich jetzt abgegeben. Aber ich warte auch immer noch darauf, selber ein Buch in der Hand zu halten. Wahrscheinlich kriege ich es nach den Lesern. Es ist auch wichtig, dass ihr es zuerst habt. Und lese jetzt eine Stelle vor, da geht es um diesen Peter. Da geht es um den Sohn von der Magdalena, also von dieser Henkerstochter. Der ist mittlerweile 16 Jahre. Das ist der, der also auch bald in Ingolstadt Medizin studieren möchte. Und, das muss man an der Stelle noch sagen, er ist tatsächlich ein bisschen befreundet mit dem Kronprinzen damals, also dem baldigen bayerischen Kurfürsten, den alle Bayern oder viele Bayern gut kennen. Das ist Kurfürst Max Emanuel, sehr bekannter Kurfürst bei uns gewesen. Da ist dieser Kurfürst auch erst, oder der Kronprinz erst 17 Jahre alt. Die sind so ein bisschen seit dem letzten Roman so ein bisschen miteinander befreundet. Der Peter ist mit dem
Max Emanuel und dem Gefolge nach Wien gegangen. Der soll sich da beim Kaiser vorstellen. Und nun schickt der Max Emanuel den Peter mit einer Botschaft, mit einem Brief nach Kaufbeuren. Und der Peter ist jetzt schon eine Weile unterwegs. Alles dauert länger, als er sich gedacht hat. Und er ist jetzt noch kurz vor der bayerischen Grenze, Österreich-Bayern. Und da passiert Folgendes. Die Stille und Kühle unter dem Blätterdach machten Peter angenehm matt. Er vergaß die Zeit. Er mochte schon ein oder zwei Stunden unterwegs gewesen sein, als der Pfad in einen breiten Hohlweg mündete. In der Erde zeichneten sich etliche Pferde und auch Wagenspuren ab. Offenbar handelte es sich um eine vielbefahrene Straße. Peter führte den Gaul weiter in westliche Richtung und kam schon bald zu einer größeren Rodung, die von sanft geschwungenen Hügeln umgeben war. Saftige grüne Wiesen und Felder breiteten sich aus. Rechts und links der Straße tauchten einige Häuser auf. Weiter hinten war eine Dorfkirche und daneben ein Gasthaus zu erkennen. Einmal mehr spürte Peter, wie durstig er war. Er fragte sich, ob das Dorf wohl schon zu Bayern gehörte. Er hatte keinen Grenzstein gesehen. Nun, im Wirtshaus würde man ihm sicher Auskunft geben können und dazu einen schäumenden Krug mit kaltem Bier. Ein paar kläffende Hunde begleiteten ihn bis zum Dorfplatz, auf dem eine große Linde stand. Eine Katze döste in der Sonne, ein Schwarm Spatzen chillte um die Wette. Erst jetzt fiel Peter auf, dass keine Menschenseele zu sehen war. Eine leichte Brise wehte und ließ die Blätter in der Linde rascheln. Die Hunde bellten und knurrten. Die umstehenden Häuser wirkten seltsam verlassen. Die meisten hatten die Fensterläden verrammelt. Auch das Wirtshaus schien geschlossen. Das rostige Blechschild mit einem schwarzen Keiler darauf schwang quietschend im Wind. »Peter, ist da jemand?« rief Peter hinein in die Mittagshitze. Doch niemand antwortete. Weiter rechts, ein wenig abseits, stand ein kleines Häuschen, dessen Tür im Gegensatz zu den anderen einen Spalt weit offen stand. Langsam ging Peter darauf zu. Er ahnte, was ihn dort erwartete. Trotzdem brauchte er Gewissheit. Zaghaft drückte er gegen die Tür, so dass sie knarrend aufschwang. Schmeißfliegen brummten wütend, aufgeschreckt durch Peters Eintreten. Sie umschwirrten einen menschlichen Körper, der neben dem Ofen am Boden lag. Zögernd trat Peter näher. Es war ein älterer Mann. Sein hageres, bärtiges Gesicht zeigte blaue und schwarze Flecken. Der Mund mit dem zahnlosen Gebiss stand weit offen. Eben flog eine Fliege in den Rachen des Mannes, woraufhin das Brummen noch ein wenig lauter wurde. In der Stube war es brütend heiß, es stank nach Fäulnis und Verwesung, nach Pest und Tod. Der Gestank war so heftig, dass Peter sich fast übergeben musste. Stolpernd, die Hand vor dem Mund, wich er zurück, eilte zurück auf den Dorfplatz, wo sein Pferd noch immer unter der Linde stand. Wie von Dämonen gehetzt, sprang Peter in den Sattel, schlug dem Gaul die Fersen in die Seiten und preschte, ohne sich noch einmal umzusehen, die Straße entlang in westlicher Richtung. Weg, nur weg von hier, weg von diesem schrecklichen, verfluchten Ort. Nur einen Augenblick später donnerten Schüsse. Etwas pfiff haarscharf an seinem Kopf vorbei. Ein weiterer Schuss folgte. Wiehernd stellte sich sein Pferd auf die Hinterbeine. Vor Schreck hatte Peter die Zügel losgelassen, so dass er wie ein Sack Mehl nach hinten fiel. Er landete unsanft im Straßengraben. Das Pferd galoppierte ohne ihn auf den Wald zu. Peter robbte ein Stück weit durch den Graben, weg von den unbekannten Schützen, die ihm offenbar im Wald auflauerten. Sein rechter Fuß schmerzte von dem Sturz, vielleicht war er auch gebrochen. Trotzdem kroch er weiter durch den morastigen Graben. Als er glaubte, endlich außer Reichweite zu sein, rappelte er sich auf und humpelte auf die Häuser zu. Jeden Moment erwartete er einen weiteren Schuss, der ihn im Rücken traf. Doch nichts geschah. Er hastete über den immer noch verlassenen Dorfplatz, schleppte sich hinüber zum Wirtshaus und hämmerte gegen die Tür. »Aufmachen!« schrie er. »Um Gottes Willen, mach die Tür auf! Mörder, Mörder!« Tatsächlich hörte er nach einer Weile Schritte. Ein Riegel wurde zurückgeschoben, die Türe öffnete sich ein Spalt und ein misstrauisches Gesicht starrte ihm entgegen. Es war eine füllige Frau in mittleren Jahren, sie trug ein Kruzifix über ihrem mächtigen Dekolleté, die schwarzgrauen Haare steckten keusch unter einer Haube. »Was willst du?« zischte sie. »Scher dich zum Teufel!« »Ihr habt jetzt denn nicht gehört?« keuchte Peter,
noch immer außer Atem. Die Schüsse aus dem Wald, das ist eine ganze Mörderbande. Euer Dorf, es wird angegriffen. Ich konnte eben noch entkommen. Du Dummkopf, das ist keine Mörderbande, entgegnete die Frau Barsch. Das sind die kurfürstlich-bayerischen Soldaten. Die was? Peters Mund stand weit offen. Langsam dämmerte ihm, in was für ein Schlamassel er hineingeraten war. Als die Frau sein Entsetzen bemerkte, änderte sich ihr Blick. Sie sah ihn beinahe mitleidig an. Du Unglücksrabe, was suchst du dir auch zu solch gottverfluchter Zeit eine Zeit zum Reisen aus? Bist wohl auf Wanderschaft, wie? Peter nickte stumm. Er roch den intensiven Duft verbrannter Kräuter, der aus dem Inneren des Wirtshauses drang. Wacholder, Minze, Beifuß, so wie er es von seinem Vater aus der Arztstube kannte. Die Frau schlug ein Kreuz, ihre Stimme zitterte jetzt. Der Herr beschütze uns. Die Pest ist über unser kleines Dorf gekommen, schon vor ein paar Tagen. Die Soldaten, sie lassen keinen mehr hinaus. Sie deutete nach Osten zum Waldrand. Die Grenze zu Österreich ist nicht weit von hier und die Stadt Scherding hat Weisung gegeben, dass keiner mehr unser Dorf verlassen darf. Wie lange? Fragte Peter noch völlig benommen. Die Frau kämpfte mit den Tränen. Ich fürchte, bis wir alle tot sind, mein Junge. Sie lassen uns hier verrecken wie Vieh und dann brennen sie das Dorf ab. So haben sie es auch in anderen Dörfern schon gemacht. Sie umfasste das Kruzifix vor ihrer Brust. Vor der Pest gibt es kein Entkommen. Wenn sie dich nicht tötet, dann tun es die Soldaten. Ja, so viel zu dieser Szene. Vielleicht gleich die Anmerkung dazu. Ich habe das geschrieben vor einem Jahr ungefähr und habe einen Fall recherchiert, 1679. Die Pest war, wie gesagt, in Österreich. Es gab einige wenige Dörfer in Bayern, die offenbar auch betroffen waren, wo es einige Pesttote gab. Und tatsächlich ist man so vorgegangen, wie ich das hier an dieser Stelle geschildert habe. Dieses Dorf wurde umstellt von Soldaten. Keiner durfte mehr raus. Es hat dann, ich glaube, ein Dutzend oder zwei Dutzend Pesttote in diesem Ort gegeben. Und dann hatte man die Pest sozusagen ausgerottet. Als ich das geschrieben habe, habe ich natürlich gedacht, na Gott sei Dank, in so einer Zeit leben wir nicht mehr. Das ist ja ganz, ganz weit weg. Und jetzt ist es natürlich nicht so, dass da jetzt vielleicht bei uns Soldaten rumstehen und wir nicht mehr rausgehen dürfen. Aber wir haben zum Teil eine Quarantäne. Und es gibt tatsächlich Länder und Gegenden, wo die Leute nicht mehr raus durften. Und gerade als ich das Nachwort dazu schrieb, war es so, dass mein 19-jähriger Sohn gerade sich auf einer Reise in Südamerika befand und in Peru nicht mehr wegkam. Also ihm ging es im Grunde genauso wie meinem Peter dort drin. Der war da in so einem Hostel, die konnten, glaube ich, nur mit einer bewaffneten Begleitung durften die sich was zu essen holen in den Supermarkt und dann wieder zurück. Und das war für unsere Eltern einige Wochen eine ziemliche Aufregung. Ich glaube, mehr für uns als für ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Den ging es da jetzt nicht so schlecht wie vielleicht anderen. Aber wir waren sehr aufgeregt und es hat dann 3-4 Wochen gedauert. Man kennt ja diese Aktionen vom Außenminister und so, bis wir dann meinen Sohn dann auch wieder zurückkam, der macht jetzt gerade unter mir im Keller Musik. Also er ist wieder da. Ja. Und beim Peter geht es übrigens auch gut aus. Die Henkerstochter und der Fluch der Pest. Wer natürlich wissen möchte, wie es weitergeht, wir teasern hier ja nur so ein bisschen an. Sie können selbstverständlich auf weltbild.de oder in Ihrer Buchhandlung vor Ort fix vorbestellen und dann ist es natürlich pünktlich für Sie da. Ich habe in der Zwischenzeit mal ins Internet geguckt, was die Leute denn so zu sagen haben. Beate schreibt, was für ein Glück, dass sie den Journalismus an den Nagel gehängt haben. Weiß man jetzt nicht, ob als Glück gedacht für den Journalismus oder als Glück für, ich gehe mal davon aus, als Glück für uns Leser und Leserinnen. Da wird ganz viel gegrüßt aus Südhessen, aus Köln, aus Brixen, Südtirol. Oh, schön, ja. Eva schreibt, wir haben immer an dich geglaubt. Und natürlich die Frage, die kommen muss. Daniel, der dann offensichtlich auch einer von den Schnelllesern ist, wird es weitere Bände nach dem 8. Band geben? Okay, da gehe ich gleich mal auf diese letzte Frage ein. Ja, lieber Daniel und alle anderen, das werde ich auch bei Lesungen mit anderen Büchern von mir
immer wieder gefragt ist. Ich habe ja auch, vielleicht kommen wir nachher noch dazu, jetzt auch zwei Bände über den echten Dr. Faustus geschrieben, die mir großen Spaß gemacht haben. Aber auch auf diesen Lesungen werde ich natürlich immer so ängstlich gefragt, Herr Pötsch, haben Sie denn jetzt aufgehört mit der Henkerstochter? Nein, also es wird tatsächlich sicher noch weitere Bände geben. Es ist nur so, ich bitte um Verständnis, wenn man die ganze Zeit so jetzt gerade in diesen Zeiten vielleicht noch mehr verständlich immer aufeinander hockt mit der Familie, dann geht einem die Familie irgendwann mal ziemlich auf die Nerven. Und auch mit meinen Vorfahren ist das vermutlich so, mit den Kuisels. Deswegen mache ich es immer so, dass ich eine Henkerstochter schreibe und dann schreibe ich wieder ein anderes Buch. Und dann wird auch sicher dann wieder eine Henkerstochter kommen. Ich habe jetzt, was jetzt als nächstes kommt, ich darf noch nicht zu viel verraten, ist eine sehr spannende Geschichte, die mir gerade großen Spaß macht und die zwar ein historischer Roman ist, aber die mal wirklich in einer komplett anderen Zeit spielt. Ich wollte mal einfach auch eine ganz andere Zeit haben und da bin ich gerade schon dabei. Ich habe schon so eine Rohfassung von so 70, 80 Seiten und als erstes kriegt es immer meine Frau zu lesen und die findet es gut. Also das ist mal das Wichtigste. Ja, mal schauen, was da noch kommt. Es kamen auch gleich Komplimente für Ihre hervorragende Lesestimme und eben die Nachfrage, ob Sie denn auch die Hörbücher lesen würden. Das ist, glaube ich, zum Beispiel Johannes Steck, der das macht, der ja auch bei Ihnen in Bayern, da meines Wissens irgendwo in der Nähe, wohnt und arbeitet. Aber Sie sind ja trotzdem, wenn nicht gerade Corona ist, live anzutreffen und dann eben auch gar nicht so mit den klassischen Wasserglaslesungen, sondern wie kann man sich dann so eine Historienshow bei Ihnen vorstellen? Genau, also ich nenne es extra nicht Lesung, sondern Historienshow oder ich nenne es ein Spektakulum, was ich mache. Ich habe tatsächlich natürlich einige Lesestellen, die ich dann auch selber vorlese. Ich habe aber sehr oft auch Musik dabei, zwei wirklich ausgezeichnete Musiker, die auf Instrumenten der damaligen Zeit, also neu gebaute Instrumente der damaligen Zeit, Gambe oder Krummhorn oder was ist da, Viola, was es da alles gibt, mich begleiten. Diese Musik zum Teil liegt auch unter den Lesestellen, sodass das ein bisschen auch so ein Hörbucherlebnis ist. Und ich habe immer auf meinen Lesungen sehr viele Requisiten dabei. Ich habe auch mit denen ich dann was erzähle und erkläre. Ich habe immer so ein bisschen so einen medizinischen Schrank mit den alten Arzneien der damaligen Zeit dabei. Und ich habe auch meistens mein Richtschwert dabei, falls irgendwo ein Handy klingelt. Ne? Also das Problem haben wir jetzt natürlich nicht, weil ich, gut, dass ich ja nicht komme ja nicht an Sie ran. Aber ich habe sonst immer mein Richtschwert dabei und erzähle natürlich auch einiges dazu. Und bei diesem Richtschwert muss man jetzt eine Sache sagen, das Richtschwert, was ich dabei habe, ist eine Replik. Das ist zufälligerweise habe ich mal ein Schwert gefunden, was dem meiner Familie sehr ähnlich sieht. Es hat dieses Richtschwert meiner Familie über viele hundert Jahre gegeben. Es ist immer wieder von Generation zu Generation weitervererbt worden. Aber es ist aus dem Schongauer Stadtmuseum in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, als ich noch ein ganz kleiner Steppke war, ist es gestohlen worden, übrigens zusammen mit einigen Folterinstrumenten. Und keiner weiß, wer es hat. So, und jetzt gibt es, in Schongauer Stadtmuseum kann man ein bisschen leichter einbrechen als in den Louvre, muss man sagen. Ja, aber es sind ja auch wertvollere Dinge schon in Deutschland gestohlen worden, gerade in letzter Zeit. Aber es gibt noch Fotos von diesem Schwert. Und ich möchte jetzt diese große Gemeinde nutzen und mal ein Foto von dem Richtschwert meiner Vorfahren, ist natürlich recht schwarz-weiß, und hier mal so in die Kamera. Wenn man das jetzt nicht mehr so gut erkennen kann oder möchte es länger anschauen, ist auch auf meiner Homepage, oliverpötsch.de, gibt es auch das auch zu sehen. So, das ist das. Sollten Sie, ich wende mich an die große Internetgemeinde, sollten Sie dieses Schwert irgendwo bei jemandem über dem Kamin hängen sehen, sagen Sie mir bitte Bescheid. Ich komme dann mit meiner Replik bei demjenigen vorbei, hole mir mein Schwert wieder ab. Und Sie bekommen dann eine Live-Lesung nach Corona bei Ihnen zu Hause. Versprochen. Ja? Also auf das Schwert warte ich seit Jahren. Es ist nicht mehr aufgetaucht. Ja. Auf diese Termine und natürlich, sobald Sie wieder auf Tour gehen können, darüber kann man sich natürlich auf Ihren sozialen Kanälen informieren und auf der Homepage. Also werden Sie einfach, wenn Sie es noch nicht sind, dort Fan und dann werden Sie informiert, sobald es wieder losgeht und Herr Pötsch wieder durch die Lande zieht. Und eine Sache muss ich ganz kurz noch erwähnen, also ich spreche das sehr schön und so, danke, vielen Dank. Der Johannes Steck, mein Sprecher, spricht das noch viel schöner. Also es ist wirklich, es hat ja wirklich eine ganz, ganz tolle Stimme, ist mittlerweile auch sehr bekannt geworden mit dieser Stimme.
Stimme. Und wie es der Zufall so will, ist er wiederum der Nachbar meines Bruders. Deswegen kennen wir uns so ein bisschen. Ich war jetzt auch, und der hatte ein wunderschönes Studio im Schloss Seefeld. Ich habe ihn jetzt vor kurzem mal besucht, weil wir da zusammen was eingespielt haben. Ein sehr, sehr netter Kerl. Es lohnt sich auch mit Johannes Steck. Ne? Sicher. Ebenso live dürfen wir ja hoffentlich bald, ich weiß, dass da was kommt, uns auf die Umsetzung eines Theaterstückes freuen. Und da kommen wir eben zu den bereits von Ihnen erwähnten Büchern, den Faustus-Bänden. Da ist also auch was Neues geplant. Die Bücher gibt es schon, dazu gleich. Und die werden jetzt auf die Bühne gebracht. Also, wenn ich dazu jetzt was sagen darf, das ist jetzt eine absolute erste Ankündigung. Also das weiß eigentlich noch keiner und wir können das aber jetzt, wir können das an der Stelle veröffentlichen, weil ich glaube, der Vertrag steht und so. Es ist so, dass den Spielmann, müssen wir gucken, also insgesamt meine Faustus-Geschichte als Theaterstück geben wird. Das fängt natürlich jetzt erst an, dass das geschrieben wird. Und ich meine, jetzt gibt es ja sowieso noch gerade keine offenen Theater. Wir hoffen, dass sich das dann irgendwann mal entspannt dann im Laufe des nächsten Jahres. Und das ist eine Theaterproduktion, die an sehr vielen deutschsprachigen Bühnen sein wird. So freue ich mich sehr drauf. Also wird man diesen Fauststoff dann hoffentlich in Deutschland, aber auch in Österreich und in vielleicht auch in der Schweiz oder sowas dann auch sehen. Was mich insofern natürlich freut, weil der Faust natürlich durch Goethe ja auch sowieso ein Theaterstoff ist und so, dass wir ihn jetzt über den Umweg wieder zurück auf die Bühne bringen, ist natürlich eine tolle Sache. Von der Henkerszeit sozusagen gehen wir da ja nochmal 2 Jahrhunderte zurück. Obwohl ich glaube, dass natürlich dem Großteil der Deutschen freiwillig oder unfreiwillig durch den Unterricht die Grundsatzgeschichte bekannt ist, können Sie noch mal ganz kurz zusammenfassen für alle, die jetzt sagen, 8 Bände, Henkers Tochter, wann soll ich denn das? Wir haben hier auch 2 Bände anzubieten. Ja, es sind historische Romane. Meine Leser lieben es, wenn es schön dick ist. Das haben sie mir immer wieder gesagt. Wenn man ja auch mittendrin ist, will man ja auch nicht mehr raus. So, wer den Faustus jetzt gerade nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat, worum geht's denn da? Gut, also da muss ich dazu sagen, dass ich tatsächlich, anders als viele andere meiner Mitschüler, immer ein Faust-Fan von Goethe tatsächlich war. Ich hatte da einfach einen tollen Lehrer. Hallo Herr Weiß an dieser Stelle. War super, Deutsch-Leistungskurs, Gymnasium Gilching damals, schon lange her. Der hat mich da so ein bisschen heiß gemacht mit dem Stoff und das hat mich eigentlich immer so beschäftigt. Mir war aber nicht klar, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass diesem Stück von Goethe nicht nur eine Sagensammlung vorausgeht, sondern dass es diesen Dr. Faustus wirklich gegeben hat. Dass es eine echte historische Figur ist. Da war ich wirklich baff. Ich habe das durch einen Zufall auf einer Lesereise, bin ich an dem Geburtsort von Faust vorbeigekommen, sah da diese Tafel, hier wurde Faust geboren, ist ein kleines Museum daneben, bin da rein, habe gesagt, boah, habe sofort geguckt, gibt es da schon ein Buch dazu, einen historischen Roman, und den gab es noch nicht. Das heißt, es gibt über den echten Faust, den der wirklich gegeben hat, gibt es bis zu meinen Büchern gab es noch keinen historischen Roman. Ich meine, das ist eine der bekanntesten deutschen Figuren weltweit. So. Und dann habe ich gesagt, dann schreibe ich das. Und dann hat der Verlag gesagt, naja, Faust 1 und 2, wie bei Goethe, dann machst du auch 2 Bände und so. So sind es 2 Bände geworden. Was die Leser dort erwartet, ist die Geschichte des echten Dr. Faustus zunächst, also nicht jetzt Goethe, keine Angst, ja, sondern es ist die Geschichte vom echten Dr. Faustus, die ich da in meiner Sprache erzähle. Es gibt nur sehr wenige Originalquellen über Faust, sodass ich da ein bisschen auch meine Fantasie freien Lauf lassen kann. Aber natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, für die Leute, die sich jetzt so mit Goethe-Faust ein bisschen auskennen oder das in der Schule mal hatten, immer wieder so Anlehnungen einzubauen für die Leute, die da Spaß dran haben. Und es ist auch tatsächlich hinten in beiden Bänden, ich nenne es ein Glossar, Faust für Klugschwätzer drin. Ich habe, glaube ich, insgesamt 50 oder 60 Zitate aus Faust 1 und 2 auf sehr spielerische Art und Weise so in meinen Romanen eingebaut, dass man es wirklich, glaube ich, nur merkt, wenn man die Zitate schon kennt. Und Leute haben mir schon gesagt, dass sie dann in Beziehungen immer den Partner damit nerven, dass sie sagen,
Verweile doch, du bist so schön. Und dann, na, ich bin der Geist, der stets verneint. Also, dass man sich vielleicht solche Zitate aus dem Faust dann ein bisschen noch um die Ohren wirft. Ne? Aber das ist nur am Rande. Es ist auf alle Fälle einfach ein spannender historischer Roman oder ein zweibändiger Roman, der jetzt gerade diese Tage auch in den USA rauskommt, der sich eben mit dem echten Faust beschäftigt. Ne? Faszinierende Figuren, Quacksalber, ein Alchemist, Astrologe, der da durch die Lande zog, so ein Star war damals, den Bischöfen Horoskope gestellt hat und sich offenbar bei einem alchemistischen Experiment zum Schluss selber in die Luft gejagt hat. Also sollte Goethe damals nichts für Sie gewesen sein, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, probieren Sie es nochmal mit dem Spielmann in dieser Umsetzung. Es lohnt sich wirklich sehr, aber bringen Sie eben Zeit mit, denn wir haben in jedem mindestens 700 Seiten. Die Henkers-Tochter-Bände sind ja auch immer relativ dick. Sie erfinden es ja aus dem Nichts, da ist neben der ganzen Handlungsentwicklung auch immer noch sehr, sehr viel recherchiert. Jetzt ist das natürlich gemein, zwar auch schön, wenn die Leser sagen nach einer Nacht, also Herr Pötsch, ich hätte es dann durch, wann kommt das Nächste? Aber wie können wir uns das denn vorstellen? Wie lange brauchen Sie ungefähr für so einen Klopper? Also ich muss erstmal immer ein Thema oder so finden, was mich so reizt, wo ich so brenne, dass ich dann wirklich auch ein Jahr mich, ohne dass ich einen Chef habe, der mir in den Hintern tritt, mich da jeden Tag an den Schreibtisch setze. Also das heißt, ich brauche erstmal irgendeine spannende Ausgangsfrage. Ja, so war es in dem ersten Roman, war es eben mit, was würde ein Henker machen, wenn er einen Unschuldigen da foltern und hinrichten muss? Würde er dann selber den Täter suchen? Ich habe aber auch zum Beispiel Fragen drin wie, ich habe Werwolfsprozesse gefunden. Das ist zum Beispiel der Bamberger Krimi, wo das also vorkommt. Da geht es also um wirkliche Werwölfe. Ich habe sehr viel über Hexenprozesse schon recherchiert gehabt, wusste aber nichts, dass es auch Werwolfprozesse gab und dass die Leute auch an Werwölfe geglaubt haben. Das fand ich so einen spannenden Ausgangspunkt, dass ich das genommen habe. Ein anderer Punkt ist, dass ich mir gedacht habe, Oberammergau, die Passion, die jetzt leider auch ausfällt, wie hat denn das alles angefangen und kann man vielleicht diese ganzen Hackeleien, die es jetzt auch gibt bei der Rollenverteilung oder so, kann man die ein bisschen gruseliger vielleicht auch schon vor 300-400 Jahren erzählen. Oder ich finde dann eben so eine Figur wie den Faust, wo ich mir denke, boah, das ist ja interessant, den gibt es wirklich. Also es gibt diese Ausgangssituation und dann fange ich an, mir da irgendwie Gedanken darüber zu machen, was die Geschichte da sein könnte. Und dann bin ich sehr viel dann auf Reisen. Ich schaue mir diese Städten an und das kann ich übrigens auch nur alleine. Da bin ich also wie diese knurrige Jakob Kulse, der da alleine ist, da kann ich meine Familie nicht mitnehmen und schaue mir dann alles an, unterhalte mich aber vor Ort auch sehr viel mit Leuten, die mir da weiterhelfen können, Heimatforscher, sehr viel übrigens auch aus dem Klerus, also Kirche oder so. Also man glaubt gar nicht, wie viel fanatische Krimileser es unter Pfarrern und Äbten gibt und so, die mir dann irgendwelche zeigen, wo man eine Verfolgungsjagd oben auf dem Speyerer Dom machen kann, wo der Bösewicht runterstürzt und sowas. Ja, war damals der Herr vom Speyerer Dom, der mir da weitergeholfen hat. Und dann, wenn ich mich dann, oder mit Kräuterweiberl und so, wenn ich mich dann mit vielen Leuten unterhalten habe, dann gehe ich wieder zurück in meinen Schäferwagen, spinne ich die Geschichte rum und dann findet viel von der Recherche dann auch schon beim Schreiben statt, wo ich dann natürlich dann Bibliotheken aufsuche, Archive aufsuche, dann nochmal dementsprechend wohin fahren muss. Und so entsteht es dann so Stück für Stück. Ich habe auch ein Buch mal geschrieben, da wird eine Kanone gegossen, geschmiedet und gegossen. Und dann habe ich extra den letzten Kanonengießer Deutschlands gefunden, der das noch so im Hobby betreibt, um mir von ihm genau erklären zu lassen, wie das so geht mit der Kanone. Das ist in der Burg der Königin, ein anderer historischer Roman über die Bauernkriege. Also auch das ist dann genau recherchiert. Wie entscheiden Sie, also weil ich kenne, unterhalte mich ja sehr, sehr viel mit Autorinnen und Autoren und gerade bei der historischen Leserschaft, die sind da doch sehr genau. Und wenn ich dann argumentiere, na, es ist ja kein Sachbuch, es ist nicht Herr Knopp, der hier gerade wieder was veröffentlicht, sondern ein Roman. Es steht Ihnen also frei, eigentlich alles zu erfinden. Wie entscheiden Sie das? Da muss ich wirklich recherchieren, da muss ich wissen, das ist so passiert, das nehme ich so mit rein. Da mache ich mir auch die Mühe, dahin zu fahren.
Und wie entscheiden Sie, ah ja, okay, das waren jetzt vielleicht zwei, drei Jahre früher, da mische ich ein bisschen, flunkere ich ein bisschen, damit es passt. Das stelle ich mir ganz schwer vor in der Entscheidung. Ja, das werde ich oft gefragt, auch von Hobby-Schriftstellern, die gerade selber so ein Projekt stecken, wie weit man da gehen kann. Das muss jeder für sich selber rausfinden. Ich habe mir dadurch geholfen, dass ich immer ein sehr langes Nachwort habe. Im Nachwort erkläre ich meinen Lesern genau, was stimmt und wo ich vielleicht ein bisschen geflunkert habe. Ich habe dann zum Beispiel, gibt es einen Roman mit dem Kloster Andechs, da schlägt der Blitz ein und das Kloster brennt ab. Das war ein hervorragender Showdown natürlich. Jetzt brennt es aber leider, glaube ich, zwei, drei Jahre später oder früher ab, weiß ich jetzt nicht genau. Also das ist dann sowas, wo ich das im Nachwort dann richtig stelle. Ich finde, das kann man machen. Ansonsten finde ich, ich kann, wenn es jetzt um wirklich wichtige historische Persönlichkeiten gibt, habe ich persönlich eine Scheu dafür, die also früher sterben zu lassen. Also bei den wichtigen Personen, finde ich, da müssen die wichtigen Daten schon stimmen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel diesen Kurfürst Max Emanuel. Ja. Natürlich hat der nie eine Freundschaft mit einem Enkel eines Scharfrichters gehabt. Nee. Ist sicher nicht so gewesen, nicht, dass ich wüsste. Das ist natürlich erfunden, aber die Sachen außenrum, was er so erlebt hat, der sogenannte Blaue Prinz, wie er sich verhalten hat bei der Türkenbelagerung von Wien und so weiter, also das muss natürlich alles stimmen. Und vielleicht noch eine Sache, es ist auch immer eine Erwartungssache. Was erwarten die Leute, wenn sie diesen Roman lesen? Es gibt, ich glaube, es gab ein Kinofilm vor zwei, drei Jahren, der hieß, ganz kreisliger, grausliger Titel, Abraham Lincoln Zombiejäger oder so in der Art. So, es ging um den amerikanischen Präsidenten. Offenbar, ich habe diesen Film nicht gesehen. Ich nenne es immer nur als Beispiel, der sich da auf die Jagd nach Zombies. So, wenn ich mit der Erwartung reingehe, ich sehe jetzt einen normalen Film über Abraham Lincoln, werde ich sehr schwer enttäuscht sein. Deswegen haben die Amerikaner, die diesen Film gemacht haben, ihn im Titel schon so genannt. Dann ist die Erwartung auch dementsprechend. Und ich glaube, meine Leute, meine Leserinnen und Leser wissen, wenn sie einen Roman lesen, dass sie zu 90% davon ausgehen können, dass es stimmt. Das ist meinen Leuten auch wichtig, das weiß ich. Das ist ihnen wichtig und mir auch, weil ich eine Ausbildung als Journalist habe. Aber dass auch ein bisschen Geflunker dabei sein kann. Das ist die Erwartungshaltung. Nun haben Sie ja ganz, ganz viele historische Romane geschrieben. Sie haben ein humorvolles Sachbuch geschrieben. Sie haben Kinderbücher geschrieben. Sie machen selber auch Musik. Wir haben schon gehört, das haben Sie die Leidenschaft auch an Ihren Sohn weitergegeben. Haben Sie denn sowas wie eine kreative Bucketlist? Also irgendwas, wo Sie sagen, Mensch, so ein Projekt, so ein Buch oder Theater oder Musical, das würde ich mir auch gerne nochmal erfüllen, diesen Traum. Also ich habe eigentlich immer, also wenn ich ein Projekt habe, für was ich brenne, dann setze ich das eigentlich auch um, wenn es ein kreatives Projekt ist. Deswegen gibt es jetzt nichts. Also ich sage Ihnen mal ein Beispiel, das ist auch jetzt nur eine Ankündigung, da weiß ich noch nicht, was wir machen, aber es ist so, dass zurzeit wegen Corona wird es wohl so sein, dass die Leute viel Urlaub im Sommer auch in Deutschland machen werden. So, und sicher auch in Bayern, weil es ja auch ein schönes Bundesland ist. So, jetzt habe ich ja an meinen Büchern immer, das wissen meine Leserinnen und Leser, habe ich immer so einen kleinen Reiseführer dran. Ne? Jetzt habe ich mir zum Beispiel heute Vormittag eingefallen, ich habe gedacht, mach mal doch einen Reiseführer mit der Henkerstochter, also mit der Henkerstochter durch Bayern oder durch Deutschland reisen. Das ist doch eine tolle Geschichte, das muss man bloß jetzt relativ schnell umsetzen. So, das ist dann so eine Idee, die ich habe und dann brauche ich halt Leute, die mir bei der Idee helfen, weil ich bin, glaube ich, kreativ, aber ich kann, leider bin ich technisch ganz schlecht, aber da gibt es ja dann andere, die das machen können. Also ich finde dann jemand, der das umsetzen kann und so, wenn ich so eine Bucketlist hätte, dann bin ich sowieso gerade dabei, die abzuarbeiten. Aber was auf meiner Liste wirklich noch steht, ist aber eher eine Sache, die dann nicht für groß geeignet ist. Ich möchte eigentlich Barpianist werden. Das fände ich schön. Ich spiele leidlich schlecht Klavier. Ich komme eher von der Gitarre und so her. Also da müsste ich schon noch mal üben. Und ich möchte einfach mal so im Bars so Musik im Hintergrund machen. Sonst singe ich auch sehr viel in Soulbands, da bin ich immer vorne und das macht mir auch Spaß und so. Aber so im Hintergrund einfach so vor mich hin, so der Mann am Klavier, das ist so ein Traum, den möchte ich mir bis, aber da kann man ja auch irgendwie 67 sein oder älter. Also da habe ich noch ein bisschen Zeit. Das könnte ich mir schön vorstellen. Als erfahrener Schreiberling über die letzten Jahrhunderte, ich möchte nicht sagen als historischer Experte, aber zumindest bringen Sie deutlich mehr
Wissen und Informationen mit als ich zum Beispiel. Was halten Sie denn von dem auch aktuell so oft gehörten Spruch, früher war alles besser? Nee, natürlich war früher nicht. Ach Gott. Also, ich werde von Journalisten manchmal gefragt, wollen Sie denn in der Zeit leben, in denen Ihre Romane spielen? Gott bewahre. Ich habe mal ausgerechnet, dass in unserer vierköpfigen Familie 3 schon tot wären. So, also ich habe eine Erzgeschichte gehabt, da habe ich ja auch ein Buch, ein lustiges Sachbuch drüber geschrieben, das heißt, meine Kur hat einen Schatten. Also wer mal sowas hören möchte und vielleicht selber mal in der Reha war, in der Reha-Klinik und im Krankenhaus, meine Kur hat einen Schatten. Also das hätte ich nicht überlebt im 17. Jahrhundert, definitiv. Ich glaube, meine beiden, also meine Frau und mein Sohn, die hatten Blinddarm auch schon, wäre es wahrscheinlich auch gewesen. Das heißt, jetzt wird es nur noch meine Tochter geben. Also so viel erstmal dazu. Ich habe auch öfter mal Probleme mit dem Zähnen. Also Zahnziehen und Zahnoperationen noch vor 50 Jahren. Ich wollte auch mal ein Buch schreiben zum Thema Narkose, weil das ist ja wirklich auch Wahnsinn. Ja? Das halte ich für eine der größten Erfindungen der Menschheit, ist die Narkose. Auf keinen Fall. Früher war nicht alles besser, es war nur alles anders. Wir müssen uns halt. Und vielleicht auch nur eine Sache, wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir zu Recht vielleicht denken, boah, ständig müssen wir uns auf was Neues einstellen. Deswegen liest man vielleicht auch historische Romane, um so mal ein bisschen sich zurückzulehnen und nicht immer auf die Veränderungen einzugehen von außen. Aber das hat es früher auch immer wieder gegeben. Also gerade in der Zeit zum Beispiel, wo der Faust spielt, so um 1500, das waren rasende Veränderungen. Im Buchdruck angefangen, ganze Länder, Welten sind entdeckt worden. Es hat sich die Wirtschaft komplett verändert. Es gab Gewinner und Verlierer wie in der heutigen Zeit. Das ging für die Menschen in der damaligen Zeit auch sehr, sehr schnell und die mussten sich auch umstellen. Ja. Oder nehmen wir Ende des 19. Jahrhunderts auch, da in 10 Jahren hat es da so viel Veränderungen gegeben bei Auto, Telefon, Funk und so weiter und so fort. Das war ein Rennen ohnegleichen. Also das haben wir immer wieder gehabt und an der Stelle, mein Motto ist ja immer, Geschichte schreibt die besten Geschichten. Deswegen muss ich mir gar nicht so viel ausdenken, weil es wirklich das Bizarrste hat es schon gegeben, aber es war nicht immer besser. Ganz, ganz sicher nicht. Die Musik war besser, aber das ist meine persönliche Meinung. Sie hatten mich schon bei der Zahnarzt-Sache nach einer Wurzelentzündung über Wochen und Monate. Also, ich muss mir keine Gedanken machen, ich wäre längst weg. Sie haben uns neben all Ihren eigenen Büchern, über die wir heute schon sprechen konnten, auch noch einen Buchtipp mitgebracht, so wie die Autoren und Autorinnen vor Ihnen. Und ich freue mich sehr darüber, weil ich das auch sehr, sehr gerne finde. Es ist ein fantastischer Mutmacher in dieser Zeit. Ja. Was haben Sie gerade gelesen? Ich habe gerade ein Sachbuch gelesen. Ich lese auch immer wieder Sachbücher. Und dieses Sachbuch heißt Im Grunde gut. Mhm. Im Grunde gut. Und es ist von Rutger Breckmann, ein Historiker, der jetzt auch immer wieder mit seinen Büchern Furore macht. Und in dem Buch geht es im Grunde darum, dass wir Menschen im Grunde gut sind. Und dass es nicht stimmt, dass wir, der Mensch ist das Menschenwolf, dass wir übereinander herfallen, gerade wenn Krisen sind, sondern dass wir gerade in Krisen, und er hat da wirklich ganz tolle Beispiele, eigentlich zeigen, wie solidarisch die Menschheit eigentlich ist. Und das ist ein Buch, was mir gerade in der jetzigen Zeit total Mut gemacht hat, weil man ja das Gefühl hat, oh Gott, was passiert da außerhalb alles, aber dass wir im Grunde gut sind und dass wir dieses Gute in uns auch wieder mehr rausbringen können und dass wir solidarisch zueinander sind, sei es jetzt nicht nur in der Familie oder in unserer hier vor Ort Gesellschaft, sondern vielleicht dann auch im größeren Kreis international. All das zeichnet der Rutger Breckmann sehr unterhaltsam auf, mit sehr, sehr schönen Beispielen. Deswegen kann ich das sehr empfehlen, dass es gibt dieses berühmte Buch Der Herr der Fliegen, wo es um diese Kinder geht, die auf so einer Insel sich gegenseitig im Grunde abschlachten. Er findet das eigentliche Beispiel. Es gibt eine wirkliche Geschichte, Begebenheit, wo das passiert ist und es ist ganz, ganz anders ausgegangen. Lesen Sie das selber. Im Grunde gut, tatsächlich ein hervorragendes Buch. Das heißt, Herr Pötsch, Sie sind auch, obwohl Sie in den vergangenen Jahrhunderten wirklich ja tief sozusagen literarisch im Blut vieler Menschen standen, die Grausamkeiten, wenn ich schon das Bild von Ihnen sehe und ich war auch in Rothenburg, gibt es ja auch so ein Foltermuseum. Ja. Da wird einem ja wirklich ganz, ganz wichtig, wozu die Menschen so fähig waren, auch heute fähig sind. Trotzdem
glauben sie tatsächlich an. Natürlich, und das ist auch das, was ich in meinen Büchern ja immer transportiere. Und das sieht man ja gerade an dem Henker. Der Jakob Kuisel ist im Grunde gut. Ja, und also wenn ich das irgendwie transportieren kann, das wäre schön. Die fantastische Botschaft und natürlich das richtige Buch, die richtigen Bücher zur richtigen Zeit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Bestseller-Autor Oliver Pötsch für die Zeit, das offene, das spannende, das vielseitige Gespräch über die letzten Jahrhunderte. Sie wissen Bescheid, die Henkerstochter, ich zeige es Ihnen nochmal, wenn Sie ganz frisch Fan sind, so sieht der erste Band aus. Alle anderen finden Sie natürlich in jeder gut sortierten lokalen Buchhandlung oder auf weltbild.de. Da können Sie auch den neuesten Band schon vorbestellen. Oder wenn Sie sagen, och, vielleicht mit ein bisschen weniger Seiten, ich kriege es mit einer Hand kaum hoch, dann der Spielmann, also Teil 1 von Faustus und den Lehrmeister, das wäre dann der zweite Teil. Und natürlich den persönlichen Buchtipp im Grunde gut, auch von Oliver Pötsch, stellen wir Ihnen alles in die Kommentare und natürlich auch zu den passenden YouTube-Videos dann gespeichert mit dazu. Vielen Dank auch an unsere heutige Buchhändlerin, an Petra Recher aus Fürstenfeldbruck. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg, Kraft, Geduld, alles, was Sie so brauchen können in den nächsten Wochen und natürlich wieder fantastische Leser und Leserinnen. Liebe Grüße an Sie alle nach Bayern. Vielen Dank auch an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die in Deutschland, die in Österreich, in der Schweiz und vielleicht natürlich die in Amerika. See you.